Heute stellen wir euch den elektrostatischen Motor vor. Dazu benötigen wir ein Hochspannungsgerät mit 25 kV, drei Hochspannungskabeln, eine Steckplatte mit einem Widerstand von etwa 1 Megaohm, drei Tonnenfüße. An einem Tonnenfuß ist ein Holzstab befestigt und auf diesem Holzstab ist eine Stecknadel. Dann haben wir noch eine Plastikflasche. Die Plastikflasche ist unten herum abgeschnitten worden und in dem Deckel drin ist ein Druckknopf, damit bei der Rotation wenig Reibung entsteht. Dann haben wir noch zwei Tonnenfüße. An diesen Tonnenfüßen ist jeweils ein Stück Alufolie und mit jeweils einer Nadelreihe.